Hallo meine lieben Freunde, in diesem Video machen wir uns Stangenspargel mit Sauce Hollandaise mit Spargel aus dem Glas. Let's go. Und ich habe schon ein bisschen schon vorbereitet, damit es nicht so lange dauert. Dazu nehmt ihr halt eben Kochschinken. Dann Spargel, so, dann tut es halt eben schön schick zusammenrollen, ne? Und von den Spargel macht ihr halt eben so viel, wie ihr Lust habt. Ich brauche mir so einige, weil sie sind echt lecker, die Stangenspargel aus dem Glas. Und das Beste ist, man kann sich auch da, wenn man die Spargel aus dem Glas sich macht, kann man sich die ganze Schäl- und Kocharbeit sich sparen. Das ist auch total praktisch. Und vor allen Dingen Ecke günstiger. Und schmeckt trotzdem super lecker. So, ich habe einige Spargel schon mal eingewickelt in den Kochschinken. Jetzt gehen wir zum nächsten Teil über. Indem wir die Sauce Hollandaise halt eben in Porzellanbechern reinfüllen. Da könnt ihr auch mehrere Sorten, wenn ihr wollt, miteinander auch vermischen. So, und meine Freunde, gebe ich euch einen Tipp. Hat eben anstatt es ewig auf dem Herd zu kochen, geht es die ganze Ecke schneller, wenn ihr das in die Mikrowelle hin tut. So, nehmen das jetzt Behältnis zur Mikrowelle, dann machen wir die Mikrowellentür auf, reinstellen. Dann die Mikrowelle für auf etwa, na, sagen wir mal, 5 Minuten oder vielleicht nur 3 Minuten. Genau. Wenn es immer noch nicht warm genug ist, kann es dann nochmal auf weitere 3 Minuten stellen. Und dann wartet ihr halt eben, bis die Zeit abgelaufen ist, und dann müsst ihr sie mal rausholen. Dann halt eben zum Tisch bringen und dann halt eben die Sauce Hollandaise über den Spargel machen. Und mit dem nächsten Spargel habe ich schon hier ein bisschen schon mal vorbereitet. So. Mikrowelle ist gleich fertig. So, Mikrowelle auf. Und könnte es sein, dass das Behältnis, das Porzellanbehältnis, ein bisschen heiß ist. Da empfehle ich euch, dass ihr euch eben so Handschuhe eben euch anzieht, damit ihr euch nicht die Finger verbrennt. Also reine Vorsichtsmaßnahme. Ja, die
Mikrowelle könnt ihr ruhig noch ein bisschen offen lassen für Wärme. Und wer schon meine älteren Videos geguckt hat, weiß er warum. Aber ich sag's mal gerne in dieser Stelle nochmal, weil die Mikrowelle gibt immer Wärme ab. Ja, und dann hat eben. Also, ich hatte eben noch die. Soße euch noch drüber. Mit so einer Schöpfkelle. Und fertig. Wer möchte, kann gerne nachmachen und guten Appetit.